Wir wollen aber nochmal auf das letzte Update eingehen, wo ich jetzt gesagt habe, ich habe so viele kleine Beispiele mit diesen Selbstgesprächen. Auch jetzt will ich erklären, es nur dem Geist, der mich jetzt sprechen hört, und mich ist nicht der Lautsprecher oder das Spitzelmännchen. Es ist immer die Ausgangsbasis, du gehst einfach davon aus, dass du träumst. Und du lernst als Geist nur, wenn du neugierig bist. Du kannst nichts lernen, wenn du getrieben bist von Angst. Es läuft nichts verkehrt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, in der Geschichte, in der ewigen Geschichte der Entwicklung des Geistes, Sodom und Gomorra muss untergehen, weiß ich jetzt sofort, dass wenn du sehr atheistisch, materialistisch geprägt bist, würdest du jetzt eigentlich normal gedacht schon wieder wegzappen, weil das irgendwie ein gläubiges Gespräch ist mit Gott, und Sodom und Gomorra gibt es ja eh alles nicht. Es ist alles unheimlich logisch, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Das ist der erste Satz. Ich rede jetzt mit einem Geist und die Worte sind austauschbar. Ich kann jetzt erst einmal sagen, ein Geist wird zu einem Denker. Und dann ist dieser Denker, das wiederhole ich nochmal, der Gott spricht, der Schöpfer für das, was er sich denkt, egal was du denkst. Es ist, weil du es denkst. Ich bringe ein kleines Beispiel vorneweg, bevor wir in den Riemann nochmal reingehen, ganz laienhaft. Ich sage, die größten Probleme der Welt sind wie Zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen. Ein wunderschönes Beispiel. Und jetzt geh einfach meinen Gedanken an mit, du denkst jetzt einmal an einen Osterhasen. Und jetzt denkst du dir, diesen Osterhase würde auf dem Mond sitzen. Okay, was ist der Osterhase jetzt? Ein Gedanke, den du denkst. Du kannst dir den Gedanken, den du jetzt denkst, der hier und jetzt deine Information ist, kannst du dir ausdenken, und du kannst dir den denken, dass der jetzt auf dem Mond rumhoppelt. Aber wenn ich dich jetzt frage, ist jetzt der wirklich auf dem Mond? Dann sagst du, na, ich denke mir das jetzt, aber Osterhase als Ding an sich ist ein Produkt, ein Fantasieprodukt von Wissen. Die muss nämlich klar sein, du kannst dir nur dann einen Osterhasen ausdenken, wenn mir dir irgendwann einmal was von einem Osterhasen erzählt hat. Wenn man dir in deiner Jugend nie was von einem Osterhasen erzählt hätte, würdest du auch an keinen Osterhasen denken können. Und jetzt bitte dran denken, wieder, ich sage, betrachte dich als einen träumenden Geist oder Querstrich, die andere Metapher, als einen Computer. Nur wenn auf deiner Datei, auf deiner Wissensdatei, ich nenne das immer der Schwamminhalt, ein Osterhase drauf ist, kannst du den auch auf dem Bildschirm als einen Gedanken in dir hochholen. Aber in Verbindung mit deinem jetzigen Wissen, das ich dir zuspreche, ist dir vollkommen klar, dass ein Osterhase ein Fantasieprodukt ist, der immer nur dann existiert in deinem Kopf als Gedanke, wenn du ihn denkst, und dass da außen niemals ein Osterhasen gegeben hat und da außen auch keiner rumhoppelt, wenn du nicht an ihn denkst. Ich gehe mal davon aus, das akzeptierst du als hundertprozentig sicher. Wie sieht es aus, wenn du an den Mond denkst? Es ist kein Unterschied. Es ist überhaupt kein Unterschied. So viel zum Thema Einstein, der berühmte Satz, ich denke mir jetzt einen Einstein aus, der gesagt hat, ich wehre mich dagegen zu glauben, dass der Mond nicht mehr am Himmel ist, wenn ich nicht hochschaue. Aber auch das ist ein Wissen, das du vom Hörensagen kennst. Es ist alles Wissen, was du vom Hörensagen kennst. Du kannst es trennen und wenden, wie du willst, auch ein Jesus Christus oder die Erdkugel als Ding an sich. Es ist einfach Wissen, was noch nie irgendein Mensch realiter gesehen hat auf seiner VR-Brille. Das heißt definitiv, egal wer in dir auftaucht, es sind zuerst einmal Antagonisten in deinem Traum, die von dir geträumt werden. Und egal, was irgendein Mensch behauptet, egal ob du ihn jetzt denkst, selbst ausdenkst, wenn du Zeitung liest, wenn du ein Buch liest, dann denkst du dir ja Menschen aus, aufgrund von Worten. Es sind deine Informationen, die von dir hier und jetzt im wahrsten Sinne des Wortes erschaffen, Schinaffen, erweckte logische Affen. Wie das deutsche Wort so schön hinweist, die von dir erschaffen werden, diese Affen, die alle nachäffen. Ein geistloses Nachäffen. Ich springe da gleich einmal rein, weil ich will jetzt den Riemann dir mal zeigen. Ich tue meinen Bildschirm übertragen und ich sage jetzt gleich von vorne weg, wir leben in einer Zeit des puren Faschismus. Jetzt, es ist immer jetzt, es wiederholt sich die Geschichte, du wirst die nicht erreichen. Bei Holofeeling geht es in keinster Weise darum, ob was richtig oder verkehrt ist. Ich betone das immer wieder, es geht um das, was jetzt
im Moment da ist. Du kannst genau dir bewusst machen, denke ich das jetzt? Ist es, weil ich das denke? Dann kannst du dir auch bewusst machen, warum ich das denke. Das kann jetzt sein, dass es einfach in dir auftaucht, ohne dass du einen Einfluss drauf hast. Es kann sein, dass aber in dir ein Buch oder Zeitung oder Internetseite auftaucht mit Worten drauf und du aufgrund der Interpretation dieser Worte, die du dann auf dem Monitor oder auf dem fetzen Papier auf deiner VR-Brille wohlgemerkt siehst, dass ja alles aus dir kommt, wiederum Vorstellungen machst. Es ist aber immer hier und jetzt, du reagierst, du kannst dir das alles bewusst machen, aber nur, wenn du Geist bist. Darum ist es so wichtig, was ist jetzt da? Und es geht nicht darum, dass du dich entscheiden müsstest, ist jetzt bei einem Hängel, der Tasse an einer Hängel rechts oder links oder in der Mitte oder hat das Ding keinen Hängel. Wenn du über der Tasse stehst, ist diese Einseitigkeiten sind kein Thema mehr. Die Diskussion, ob man jetzt impfen richtig ist oder nicht impfen richtig ist, ob du ein Querdenker bist oder Mainstream-Meinung vertrittst, ist bei Holofeeling vollkommen sekundär. Es geht darum, wer denkt sich beide Seiten aus. Und du musst dir schonungslos bewusst machen, was du glaubst. Egal, welche Rolle du jetzt spielst, wenn du ein Arzt bist, der Sinn dieses Lebens ist, dass du diese Rolle, die du als Avatar mit dem Körper, dem Menschen, den du dich ein Leben lang verwechselt hast, jetzt ausgedacht, dass du dieses Programm durchschaust, das dich zu diesem Menschen macht. Und dann schaust du schonungslos und stellst dir die Frage, warum glaube ich das jetzt? Warum mache ich das jetzt, wenn du zum Beispiel ein Arzt bist? Warum mache ich das jetzt? Eine sehr gute Frage. Und da geht es nicht darum, ob du dem glaubst oder dem glaubst. Wir schauen uns doch mal ein paar Sachen an. Und jetzt muss ich sagen, mit der Lizenz, mit dem Schneiden. Wir machen zum Beispiel mal Hitler. Wir denken uns an Hitler aus. Du bist in einem freien Land. Und mir muss klar sein, diese freie Meinung, und jetzt kommt das, was ich zigfach darauf hingewiesen habe. Es läuft nichts verkehrt als allererstes. Ich zeige dir die Fehler, die du zu entdecken hast als bewusster Geist. Dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, wenn wir uns jetzt Geschichte ausdenken. Ich habe da mehrere Male darauf hingewiesen in Selbstgesprächen. Das Erste, was du feststellst, wenn du jetzt in deine Geschichtsbücher reingehst oder im Internet recherchierst, dass zu allen Zeiten, die du dir jetzt ausdenkst, wenn ein Krieg war, der Gewinner des Krieges ganz klipp und klar danach festgelegt hat, wer der Böse war, wie böse der war. Und er hat jedes Mal praktisch festgelegt, was die Menschen glauben müssen, was die richtige Geschichte ist. In Bezug auf die Schuld des Krieges macht immer der Gewinner. Darum sage ich, wenn Hitler den Krieg gewonnen hätte, dann wären die anderen die Bösen gewesen. Und es ist keine Freiheit, wenn dir ein Staat vorschreibt, was du glauben musst, was für eine Vergangenheit richtig ist. Wenn du jetzt in der jetzigen offiziellen hinterlichen Presse YouTube Videos anschaust, in allen Updates sind jetzt gesperrte Videos drin, da habe ich etliche Hitlerreden reingestellt. Die konntest du damals auf YouTube noch anschauen, das sind geschichtliche Dokumente gewesen, dass du ganz, ganz definitiv dir eine Hitlerrede anhörst, über den Kapitalismus zum Beispiel, wo exakt der Zustand, den wir jetzt haben, über die Massenmedien beschrieben wird. Es Kapital ist der Besitzer der Zeitungen. Die Zeitungen wiederum schreiben das, was das Kapital will und die Angestellten dieser Zeitungen schreiben das, was der Chef will. Das ist wortwörtlich dieser Zustand, den wir jetzt haben, in einer Hitlerrede. Du wirst die nicht mehr finden, die sind alle gelöscht in Deutschland. Du kannst ins amerikanische Internet gehen, da findest du noch in Internetarchiven, kannst du die rausholen. Das wurde alles bereinigt. Aber jetzt ist wichtig, Cut. Du hörst jetzt Worte und du denkst dir was aus. Du denkst dir aufgrund von was und das aus und das sind deine Informationen. Das ist der Ansatz, den du dir klar machen musst. Da außen gibt es keine böse Pharmaindustrie und keine böse Politiker, wenn du sie nicht denkst. Wenn die existieren, existieren die hier und jetzt in deinem Kopf, deshalb, weil du sie denkst. Und die Ursache, dass du die denkst, ist jetzt der Rauschauslöser, sind diese Worte. Hätte ich jetzt was anders gesprochen, hättest du aus den Worten, aus den anderen Worten andere Vorstellungen generiert. Ein ständiger Wechsel im Hier und Jetzt. Das gilt für die Geschichtsschreibung, das gilt für alles. Dieses Geheimnis findest du in allen heiligen Büchern der Welt. Mach dir kein Bild von dir selbst. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal, was du denkst, es bist nicht du. Mach dir kein Bild von irgendwas da drüben im Himmel oder da drunten auf der Erde. Und es wurde so unendlich zerdacht. Und ich habe jetzt das nochmal angesprochen mit dem Spann.
weil ich hier in der Lizenz jetzt, das hängt von dir ab, von deinem Leben ab, ob jetzt das läuft oder ob das nicht läuft, weil ich einige Videos wieder anspiele, dass durchaus sein kann, dass die komplett wieder gelöscht werden aus dem Video. Auf die Freiheit. Aber obwohl das ganz harmlose Sachen sind, wir schauen einmal. So, als erstes, spring jetzt einmal, Bild müsste da sein. Das ist das letzte Update. Jetzt gehe ich hier mit einmal ein wenig tiefer. Es ist ein Riesenkomplex im Hintergrund. Ich sage nochmal, Holofeed ist der hundertprozentig sichere Beweis, dass du dich in einer Matrix befindest, so wie das Kinofilm Matrix das darstellt. Und zwar aufbauend auf einer arithmetischen Struktur. Das ist jetzt diese Riemann-Hypothese. Man kann das einmal anschauen, man kann das rot und blau lesen. Das ist einmal so eine Grundannahme, die man hier sich klar machen muss, wenn man das jetzt weiß. Immer einfach zuerst einmal der Kopf, der Rei, auf Hebräisch Rosh. Dieser Kopf ist Gott. Und blau gelesen ist es der berechnete Intellekt, der die Berechnungen anstellt. Interessant, das hebräische Wort ist erst einmal eine Flüssigkeit, eine Nässe, eine Feuchtigkeit. Aber hier haben wir jetzt rot gelesen, der geistige Kopf Gottes und sein rationaler Intellekt, den er zum Denken benutzt. Diese Riemann-Gleichung ist sehr interessant. Die große Erkenntnis, alle nicht-trivialen Nullstellen der Riemannschen Zeta-Funktion haben Realteil 1/2. Ich garantiere dir, dass kein Mathematiker, den du dir jetzt ausdenkst, und ich betone nochmal, ich rede jetzt von Mathematikern und wir Geist wissen, das Wort Mathematiker, Mathematik heißt nicht rechnen, das sind Arithmetik. Das ist jetzt, die Arithmetik ist die Zahlen- und Rechenkunde, Arithmus. Mathe ist das gelernte Wissen und Mathikus ist ein Dummkopf, ein Tor, ein geistloser Schwätzer. Jeder normale Mensch, der in dir auftaucht, das sind alles Mathematiker. Die können wir auch Physiker nennen. Schauen wir uns den mal an. Urknall, Welt und das Leben. Nur ganz kurz, das ist immer dasselbe Spiel. Ich werde heute über schwarze Löcher im Universum reden und nehme Sie auf eine Reise zu diesen rätselhaften Objekten mit. Wir sehen hier ein schwarzes Loch. Da geht's schon los. Wir sehen hier ein schwarzes Loch. Das, was du siehst, ist ein Monitor und was er sieht, ist auch ein Foto, ein Monitor, denken wir uns jetzt zumindest, aber es ist das Problem schon, wenn du dir den jetzt ausdenkst und er sagt, wir sehen hier ein schwarzes Loch. Das ist ein Gedanke von dir. Kann der Gedanke von dir was sehen? Jeder Mensch, den du jetzt denkst, der entsteht in dem Moment, wo du in dir denkst, hier und jetzt als ein Gedanke. So wie der Osterhase und der Mond. Der einzige konstante Parameter in deinem Traum, das bist du selbst. Der Geist, den ich das jetzt erzähle, ich erzähle es nur den Geist, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt, der sich in Udo ausdenkt, die Ariane ausdenkt und eventuell sich selbst ausdenkt, wobei diese Sachen immer nur dann da sind, wenn du dran denkst. Wenn du jetzt länger zuhörst, wirst du feststellen, der Gedanke der Ariane verschwindet wieder. Der Gedanke an dich selbst verschwindet auch. Und wie Sie sehen, das schwarze Loch ist nicht allein im Universum. So wie du das siehst ja, dass das nicht allein im Universum ist. Das ist, der weiß doch gar nicht, was er spricht, der Lautsprecher. Meinst du, der Lautsprecher, den du jetzt zuhörst, weiß was? Meinst du, das hat vorher irgendeiner gesprochen und es wurde aufgenommen? Das sind alles logische Konstrukte und genau diese Logik hast du zu durchschauen. In diesem Vortrag werden wir die folgenden Fragen beantworten. Was ist ein schwarzes Loch? Kategorie 3 Frage. Ein Gedanke, den du jetzt denkst, wenn du an ein schwarzes Loch denkst. Was du dir dann denkst, hängt davon auf, was man dir erzählt hat. Aber nicht in der Vergangenheit. Es baut alles auf deinen Schwamm auf. Existieren schwarze Löcher? Wie entstehen schwarze Löcher im Universum? All das, was der jetzt erzählt, den wir uns bewusst ausdenken, wenn wir mal normal denken, wie ich das immer nenne, er rezitiert 1:1, er äfft das nach, was man ihm in seinem Studium eingetrichtert hat. Dasselbe gilt für jeden Arzt, der in dir auftaucht. Es gilt für jeden Menschen. Jeder Mensch, der in dir auftaucht, hat einen gewissen Schwamminhalt und der rezitiert seinen Schwamminhalt. Und ich behaupte, dass du 99,9% von dem ganzen Scheiß nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest, nur mit logischen Konstrukten. Ich betone nochmal, ich zeige dir, dass in deinen Physikbüchern auf jeder Seite so eklatante Fehler drin sind, dass jeden 16-Jährigen die Haare zu Berge stehen, wenn ich ihn darauf hinweise. Und du glaubst immer noch, du könntest von diesem Menschen da außen irgendwas erwarten? Und
Du darfst nicht sympathisieren, gerade jetzt, wenn es um Corona geht. Ob du Corona-Befürworter hast oder Corona-Gegner hast. Es ist alles einfach nur Worte und du machst Vorstellungen draus. Du kannst aber beobachten, ob du den einem eine Wahrheitsgehalt zusprichst oder ob du sagst, das sind Lügen. Das bestimmst doch auch du selbst. Wenn du jetzt hier reingehst in diese Mathe-Welten, wenn wir hier schauen, zuerst einmal ganz einfach in der Sprache. Das ist dieses Nicht-Triviale, das kommt ursprünglich eigentlich das Trivia, was du meinst, geht erst in das Griechische rein. Da haben wir schon mal die Tri. Wenn ich es Hebräisch schreibe, dann hast du das einmal meine Reihe. Das Fischen mit drei Zacken. Denk an den Jesusfisch. F-Ischen heißt Facetten, die im Schlaf aufgewischen werden, alternieren im Schlafen. Und T-Rei ist rot gelesen, heißt das dann mal vier Spiegel. Ich könnte jetzt das D blau machen, dann habe ich einen geöffneten Spiegel, aber das sind dann immer Zacken, Zacken sind auch Ecken. A, Alef, Elef, wird dann aus dem Alef oder Elef wird der Ecke. Dann haben wir einen Dreiweg, These, Antithese, Synthese. Das ist eigentlich zuerst einmal der Dreizack, wenn wir den umkehren. Und jetzt dieses Trivia, ich habe jetzt das so schön hier aneinander gestellt. Wir haben dann diese vier Spiegel, die kehren sich nach innen und nach außen, dann kriegen wir schon acht. Das ist jetzt Trivalis, ist dreifältig. Ich kann auch lesen, hier ein geöffneter Spiegel oder ein geschlossener fängt an, fältig Falten zu werfen, dreifach. Allgemein, bei dem GE denkst du immer an GE-Quadrat, zugänglich, allbekannt, gewöhnlich, gemein. Gestaltwertung ein. Kann man natürlich auch ganz rot machen. Dann heißt es vom Nicht-Existierenden. Ich setze jetzt holophil in Grundwissen voraus. Im gemeinen Leben. Jetzt ist hier Triviadim, dieses Tim alleine schon, wir machen bloß einmal das Im, auf öffentlicher Straße, schau dir das an, ich mache jetzt auf, das Öffentliche, das sind die Wände einer Gedankenwelt, die sind offen, kreisende zwei Facetten und die Straße, wenn ich rot mache, SDR heißt das Geheimnis bzw. das Versteck und AS, scharfes S ist ab, Vorder, E-Quadrat, das heißt das Geheimnis des Vorders ist E-Quadrat, das bin ich und ich, JC und ICH. Dann Trivium, ein Ort, wo drei Wege zusammenstoßen. Das ist jetzt ganz interessant, diese drei Wege. Der vierte ist ja rot. Wir sagen immer, der Eckspiegel, diese drei Wege sind die Kanten, wenn du in eine Raumecke reinschaust. Und der vierte, der den Deckel abschließt, das ist die rote Vier. Das hast du geschlossen. Das ist Beiwort von Gottheiten, die an drei Wegen Kapellen Juno Trivia. Schau, da kommt jetzt dann zum Beispiel Dianensee, ein See, Ari, Ariane. Jetzt Lago di Nemi, ein Hain, die Quintessenz ist nicht existierend. DR, die generierte Diana in der Aria. Jetzt bei See denkst du immer, die zwei E sind E-Quadrat. Mhm. Diese See ist Le. Die wird auseinandergeschmissen. Da gibt es das schöne Wort, den Binnensee. Da ist das Polare B, der Wellenberg und das Welle da ist außen. Habe ich wieder dieses beta-scharfe S reingeschrieben. Das wissen wir, die Beschwörungskunst von toten Geistern. Diese Polarität ist innen in dieser Seele. Le, lassen wir weg. Das See heißt innen. Da kriegt man jetzt schon ein bisschen mit hier, dass da Physik im Hintergrund ist. Und jetzt kommen wir die nicht trivialen Nullstellen in der Riemann-Zeta-Funktion. Das muss man jetzt wirklich nicht wissen, weil das komplexes Studium wäre. Wir bleiben ganz einfach, du schaust einmal, da wird hier immer im obigen Bild wird eine Kolorierung benutzt. Die hat natürlich alles an Sinn. Du wirst bei Holofeeling niemals hören, dass irgendwas sinnlos wäre. Und jetzt mache ich einen Auszug aus dem Farbenspiel Gottes. Das sind die Nachtfarben, sind rot, Blaufarben. Und ich habe jetzt hier immer Blau, sagen wir das, was man sieht, das Blaue im Roten. Du bist der träumende Geist, ist der Rote und das Blaue im Roten, wenn wir die beiden mischen, das Rote Ich und das Blaue Ich, auf gut Deutsch gesagt, das sind die blauen Informationen in dir roten Geist. Dann kriegst du Lila. Dieses Lila, Hebräisch, L-I-L-K,
Kaf hinten heißt deine Nacht Lilak, das ist das hebräische Wort für Lila. Lila mit einem H ist die Nacht. Und dieses jetzt Lila, die Farbe Lila auf Hebräisch, heißt auch deine Nacht und heißt auch Flieder. Ich spiele doch immer so schöne Lieder ein. Mit ganz, ganz tollen Texten. Ist auch egal, was in dir auftaucht, wenn du mit Holofeeling zuhörst, kommst du auf die Meta-Ebene. Mhm. Was ist die Meta-Ebene? Die Meta-Ebene ist schlichtweg und einfach, wenn du weißt, dass das eine symbolische Darstellung ist, eine Metapher ist. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Mhm. Da denkt kein Mensch an einen Krug oder Lügen haben kurze Beine. Denkt kein Mensch an Lügen. Und jeder, wenn er so programmiert ist, Deutsch versteht, eine normale Erziehung hat, weiß er genau, dass diese beiden Sätze im Prinzip dasselbe ausdrücken. Wie sieht es aus, wenn du hörst, die Politiker treffen sich zum Klimagipfel? Das ist der Krug, der zum Brunnen geht, und das sind die Lügen mit den kurzen Beinen. Es ist jeder Satz, alles, was du liest, hat eine metaphorische Metaebene, die übrigens arithmetisch miteinander verknüpft ist über die Vordersprache. Und hoffe jetzt bitte nicht, dass irgendein Mensch, den du dir jetzt ausdenkst, das verstehen könnte. Das kann nur Geist verstehen. Ich erkläre es auch nur den Geist, der mich jetzt sprechen hört. Du kannst auch von den Menschen, die du dir jetzt denkst, keinen einzigen retten. Das sind Medim, sterbliche Säugetiere, Enosh im Hebräischen. Unheilbar, krank, sterblich, Menschen aus Sodom und Gomorra. Das gilt übrigens auch für den Körper, für den Menschen, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst. Du bist auch dann da, wenn du nicht an dich denkst. Mhm. Sprich, an deinen Körper denkst. Du bist auch ohne Anfang. Du Geist wurdest nicht in der Vergangenheit von einem Trockennarchenaffenweibchen erschaffen. Und der Körper, den du dir jetzt denkst, der in der Vergangenheit erschaffen wurde durch ein Weibchen, der ändert sich von Anfang bis Ende, vom Säugling bis zum Greis. An dir selbst verändert das überhaupt nichts. Du bist immer derselbe Geist. Das ist wie wenn du ein Buch liest. Ich habe das so oft erklärt. Gut, dieses Lila auf Hebräisch, jetzt diese Buchstaben bloß von rechts nach links gelesen, L-I-L-H, das ist das hebräische Wort für Nacht. Das hebräische Wort Lila, also Entschuldigung, das deutsche Wort Lila schreibt sich Lil-Kaf, das heißt deine Nacht. Diese Facetten sind wie Lieder. Da steckt übrigens das Wort Lai mit drin. Englisch. Engelisch. Lai ist die Lüge. Mhm. Aber nicht nur. Was jetzt sehr interessant ist, pass auf, wir springen ja ganz kurz rein, ich habe das Wort zigfach schon angesprochen, wir gehen einmal in ein Englischwörterbuch und dann machen wir hier mal Lai. Viele wissen das nämlich gar nicht, da muss ich gar nicht so das Englische wissen. Das ist nämlich hier das Lügen in einem Bett liegen, in einem Bett schläft man. Mhm. Das heißt übrigens dann auch die Kindslage. Mhm. Ein Geflunker, ein Geflacker, ich sage deine Gedankenwellen, wenn du noch in einer Wiege liegst, plus, minus, schau das kleine Bild mit an. Mhm. Ganz nebenbei spreche ich immer von einem Schwamminhalt. Der Schwamminhalt ist das, wo du jetzt in einer raumzeitlichen Metapher dich ja vollsaugst. Mit Wissen im Laufe deines Lebens. Und als Erwachsener bist du ein vollgesogener Schwamm. Ich betone immer wieder, das ist ein chronologisches Beispiel für deine Logik. Du bist ein Computer und das komplette Buch, das Programm kommt auf einmal in dich rein, das du dann zu durchschauen hast, das sich in dir abspielt. Jetzt ist es also definitiv, wenn ich von einem Schwamminhalt reden, du bist ein vollgesogener Schwamm. Der kleine Säugling, das kommt von Saugen. Ich lege dich an die Brust deiner Mutter. Und jetzt muss man bloß wissen, dass das eigentlich diese Brust des Schad, das ist der böse Geist, die Dämonen, der Dämon. Jetzt, man müsste sich jetzt da reinlesen, die Schadim, die weibliche Brust. Und was saugst du in der weiblichen Brust ein? Chol ist zuerst einmal das Weltliche, das Erkranken, das Kranksein, das Schwachwerden. Du erkrankst definitiv an der weltlichen Vorstellung, dass da außen eine Welt ist. Und diese Welt, W-E-L-D, die deutschen Worte immer nur hebraisiert, diese Welt, das ist dein polarer Rand, das ist die Welt deiner Gedankenwelt. Ein vollgesogenes Schwämmlein mit Vorstellungen, ob du an Osterhasen, an heliozentrische Weltbilder denkst, es ist alles nur Sachen, die du geistlos nachäffst. Aber es sind Märchengeschichten mit einer tiefen Metapher. Ich weise zum Beispiel hin auf den Semmelweis, den ich angesprochen habe in den letzten
mit Kindbettfieber, dass die ganze Elite der von dir jetzt ausgedachten Ärzte ab 1848, 50, fast 20 Jahre jetzt ausgedacht, massiv gegen diese Theorie, diese Erkenntnis des Semmelweis in dieser Märchengeschichte war. Viele, die dann auch Nobelpreise noch bekommen haben, haben das massiv bekämpft. Ich sage aber auch auf der anderen Seite, dass das auf Viren aufbauende Kindbettfieber auch ein Hirngespinst ist. Es geht hier nicht, was richtig und verkehrt ist, sondern dass du ein im Hintergrund liegendes Prinzip verstehst. Und das baut auf der Sprache auf. Ich erzähle dir etwas. Das ist das große Geheimnis. Du musst Deutsch, Deus Ivri, wie ich das nenne, musst du verstehen. Das deutsche Wort Nacht wiederum hebraisiert. NA, die existierende Schöpfung, ist ein Chedi, das heißt in Schrecken versetzt werden. Du kannst es in jedem Wörterbuch nachschauen. Einfach ist natürlich, du nimmst den Gematrie-Explorer, da kriegst du noch etwas Erklärungen dazu. Dieses Na, diese existierende Schöpfung, dasselbe Wort ist auch das hebräische Wort für Bitte, aber Bi wiederum heißt in mir auf Hebräisch. Auf Griechisch heißt es zwei. Das sind die zwei Spiegelungen, Wellenberg und Wellendal. Und das sind dann logisch berechnete Ecken. So sieht es aus. Dann fällt die untere Hälfte. Das ist jetzt hier nur schön zusammengefasst. Und jetzt lese ich dir mal ganz kurz Genesis 15,1 vor. Nach Enchet, hebräisch geschrieben, heißt ruhend. Das ist übrigens das hebräische Wort für Noah, der in die Arche geht. Es sind so viele Symbolik, wo sich wiederholt, oder du bist der Lot, der raus muss aus Sodom und Gomorra. Nach diesen Dingen, das steht hier im Original. Das heißt eigentlich nach diesen Worten, weil das hebräische Wort für Ding ist auch das Wort für Wort, DBR. Nach diesen Worten geschah das Wort Jahwes. Wirklich steht da, die Beschwörung ist das Wort Jahwes. Alles, was du beschwörst, wird zu einem doppelt aufgespannten Ort oder zu einem geschlossenen, rot-blau geschrieben. Das ist eine Gedankenwelt. Jede Beschwörung, ich sage, hüte dich, Meineide zu schwören. Mach dir mal Gedanken, dass ich jetzt geistlos nachplapper, dass ein Jesus gekreuzigt wurde, gehört auch dazu. Kann ich das beschwören oder hat man mir das erzählt? Kann ich beschwören, dass ich von meiner Mutter geboren wurde? Jetzt könnte ich wieder sagen, an was denkst du bei dem Wort ich? An den Körper, an den du denkst? Bist du dieser Körper, den du dir ausdenkst? Ist ein Gedanke von dir. Die Weltkugel ist ein Erdkugel ist ein Gedanke von dir. Jesus ist ein Gedanke von dir. Gott ist ein Gedanke von dir. Stimmt oder stimmt? Zu Abraham in einem Gesicht. Da steht ganz interessant, in einem Gesicht. B.M. Jasa. Das heißt übrigens, dieses in einer Vision, in einem Traumgesicht heißt es wirklich. In einem Traum, in einer Vision. Zu reden, denken, bezeichnen. Fürchte dich nicht, Abraham. Ich bin dir ein Schild. Shin Ilet, ein Logos des Kindes. Das ist der Davidstern, der Morgen. Morgen David. Da steht Anogi. Dieses Ich bin ist Anogi. Anogi ist der Morgen. Für dich. Ich werde deinen Lohn sehr groß machen, aber nur, wenn du mir vertraust. Und jetzt haben wir hier in dem Farbenspektrum, das ist ein riesen physikalischer Aspekt, das hier sich aufbaut über die Sprache Deutsch-Ivri, in der Physik selbst die ganzen Zahlen. Ich will da gar nicht drauf eingehen, da geht es nicht um Kleinigkeiten. Ich kann immer nur sagen, das Wissen deiner Menschheit, deiner Professoren ist für mich eine Schimmelpilzkolonie. Das ist kein wirres Zeug, das ist ein unendlich göttliches Prinzip, das Physik, Religion, alles, was du prinzipiell ausdenken kannst, zu einer Einheit macht. Aber wichtig ist, dass dieser Magen David, der hier mit dem Einheitskreis zu tun hat, der wird in der Regel violett dargestellt. Das heißt auch, dieses Wort violett, das hebräische Wort in den Wörterbüchern, hast du auch auserwählt. Und da haben wir, das ist übrigens auf Seite 3 im göttlichen Farbenspiel. Da haben wir D-Rei, da mache ich jetzt die griechische Delta-Rei. Dieses geschlossene D-Rei heißt eigentlich vier Spiegel im Zahlenwert. Und das kann man innen vier Spiegel und außen vier Spiegel. Das ist die Grundlage, das ist der wirkliche innerste Mittelpunkt in diesem Spiegelsystem. Ist eine arithmetische Struktur, die wiederum auf Zahlen aufbaut wie in einer Matrix. Und das Ganze hat jetzt mit den Riemann-Flächen zu tun. Die Riemannsche Fläche einer Funktion Z, da gibt es dann nochmal ein zweites Buch, wo ich genauer darauf eingehe. Jetzt, ohne dich zu arg zu verwirren,
Ich sage nochmal, du wirst von mir nie hören, egal was du mir zeigst, welche Seite, welche Religion, welche Behauptung eines einzelnen Menschen in dir auftaucht, dass das nicht stimmt, was der behauptet. Es hat bloß nichts zu tun mit dem Ganzen, dieser winzige Aspekt, der hier als perspektivisch angesehen wird. Mein einfaches Beispiel, wenn einer zum Beispiel sagt, hier, eine Küche ist ein Herd. Das ist ein Blödsinn. Ein Herd ist eine kleine Facette, ein Bild, das man in eine Datei, in einen Ordner rein tut, der das Küche bedeutet. Aber die Küche ist kein Herd oder kein Kühlschrank. Es ist einfach nur ein Ordner von vielen Bildern, die du aufwerfen kannst. Das kannst du definieren. Auch dein ganzes Leben ist ein Ordner in einen Ordner in einen Ordner in einen Ordner. In einem riesengroßen göttlichen Computer. Und da meine gespiegelte Zahlenreihe, und das ist das große Geheimnis, es spiegelt sich alles um diese 1. 1 Quadrat ist Wurzel 1, 1 durch 1, plus 1 minus 1. Das steht übrigens hier im Fenster zur Wirklichkeit auf der Seite 860, das ist die 86 auf der 10er Ebene. Und das ist jetzt, wenn wir in die Physik reingehen, steht da nichts anderes. Das Hauptproblem ist schlichtweg und einfach, dass hier in deiner materiellen Sichtweise, das löst alle Probleme, dass die nicht begreifen, was eine Wurzel ist. Dass eine Wurzel zwei Ergebnisse hat, nämlich plus eins und minus eins. Das plus eins ist der Geist, der immer ein Geist ist, und das minus eins ist die abgetrennte, geurteilte Erscheinung. Und beides zusammen ergeben nichts. Das heißt, dieses Ich und Ich rot gelesen, ist dieses E-Quadrat in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Das wiederholt sich immer wieder. Und dieses Ein-Es, dieses nicht existierende Bewusstsein, ist ein verbunden seiender Gott, der mit allem verbunden ist. Und das Versum, Universum heißt das in eins gekehrte, das ist die Welt einer Gedankenwelt. Das steht in den Physikbüchern drin, das sind auch religiöse Schriften. Und wenn man da jetzt nicht einfach sagt, es interessiert mich nicht, sondern ich war neugierig. Die Grundvoraussetzung, dass du geistig weiter wächst, ist Neugier. Und solange du noch nicht neugierig bist, wirst du wiederholen und wiederholen und wiederholen bis in alle Ewigkeit. Und dann kommen natürlich diese Filmchen, wo ich sage mit den Liedern, wenn man sich das anhört, da ist kein Kinderkack, da außen sind keine, die das jemals gemacht haben. Ich lasse das in dir auftauchen. Das große Geheimnis der Schildkröte, das ist Udo. Dann hier zum Beispiel auch Lieder. Dieser Text. Genau zuhören, wenn er zum Schiff, er läuft übers Wasser, dann geht er zum Schiff. Dann klopft er bei sich selbst an und sagt, da ist keiner zu Hause. In dir drin, der tiefste Innerste ist ein absolutes Nichts. Geist ist nicht denkbar. So wenig wie Energie. Ausgedachte Energie ist schon eine Form von Energie. Das ist das Grundprinzip. Und wenn ich jetzt hier in die Mathe-Welten reingehe, schauen wir mal, ob wir das finden. Mal genau zuhören, ein kleines Geheimnis. Ich gehe jetzt hier bei der irrationalen Zahlen ganz kurz am Schluss. Ich hoffe, das läuft, dass es nicht gelöscht wird. Wir sind fast am Ende unserer Wanderung. Denn auch in die abgelegensten Grotten wagen sich manchmal mutige Höhlenforscher. Die Höhlenforscher. Schau mal, das beginnt schon das H-Ö-H. Wir wissen, das Ö ist auch W, das O ist W. Dann haben wir schon H-W-H. Le heißt auseinandergeschmissen. Du musst dieses H-W-H, dieses plus 5, minus 5 in den J-H-W-H, dieses auseinandergeschmissene Kreisen, H-2-O, zwei Hs, Kreisen, das ist das Wort, das Wassermolekül, hat damit nichts zu tun. Wie du dir das vorstellst. Die Symbolik im Hintergrund ist klar, H2O ist Wasser. Das sind die zwei H vom HWH, die um sich herumkreisen und auseinandergeschmissen werden, wenn du das kleine Bild unten anschaust. Das sind alle symbolische Bilder. Denk wieder an Lügen mit den kurzen Beinen. Egal, was für Worte du hörst, die Merkel besucht den und den Klimagipfel. Das sind die Lügen mit den kurzen Beinen. Aber keine Schuldzuweisung, es sind Gedanken von dir. Du musst irgendwann einmal aufhören, irgendwelchen Gedanken, die du denkst, Sätze für das Wort Gedanken Menschen, die von dir ausgedacht werden, die in dir existieren und nur deshalb existieren, weil du sie denkst, vorzuwerfen, dass die so sind, wie sie von dir gedacht werden. Das ist doch hochgradig schizophren. Stimmt oder stimmt? Ist es so schwer zu verstehen, wenn man Geist ist? Ein Gedanke wird es nie verstehen. Ein Programm wird es nie verstehen. Du wirst einem Computer niemals erklären können, dass er ein Computer ist. Dass er nur ein Haufen geistlose Materie ist, programmiert, Berechnungen anzustellen, so wie er programmiert ist.
Und ich betone jetzt nochmal, es ist kein Unterschied, ob du dir einen Computer ausdenkst, ein Gehäuse mit einem Computerchip, mit einem Programm und Daten, oder ob du dir einen Menschen ausdenkst, einen Körper mit einem Gehirn und einem gewissen Schwamminhalt mit einem Intellekt. Es sind vergängliche Erscheinungen, die nur existieren, wenn du sie denkst, dann sind sie weg. Das Einzige, was ewig ist, ist der Geist, der sich das ausdenkt. Das ist ein vollkommener Quantensprung in ein vollkommen neues Ding. Das ist die Verwandlung auf eine höhere Ebene. Aber jetzt aufpassen. 1933 erfindet der englische... 1933, die göttliche Spiegelung ist 33. 33 wissen wir, ist die Welle. 33 Gag heißt das Ausgedachte. Mathematiker David Champernowne, eine seltsame Zahl. Man erhält sie... So, wir schauen uns das einmal an. Eine seltsame Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Man erhält sie, ich lasse es mal weiterlaufen. Indem man die unendliche Abfolge natürlicher Zahlen aneinanderreiht. Diese seltsame Zahl ist irrational und transzendent. Aber auch das, was der Mathematiker Jean-Paul Deley als universell bezeichnet. Sie enthält alle möglichen endlichen Folgen von Ziffern. Es ist die geheimste Zahl, die es überhaupt gibt. Sie enthält alle Abfolgen von Ziffern, die es überhaupt geben kann, sind in dieser Reihe vorhanden. Alle Zahlen, die nicht unendlich sind, sind in der Champernowne-Zahl enthalten. Spätestens seit der Erfindung von CD und DVD. Das sind alles DVD, das hebräische Wort DVD ist der David in der Bibel. Das heißt auch der Geliebte. Es sind nur symbolische Bilder. Wissen wir, dass sich alle Informationen in eine Zahlenfolge übertragen lassen? Das heißt, ich erzähle dir etwas. Also die Worte, ich mache immer gern den Morsecode. Bündchen und Strichchen. Was ist, wie stellst du dir vor, was ist auf einer DVD eigentlich drauf? Das ist übrigens in kürzester Zeit, wird da kein Horn mehr davon krähen, weil es DVDs, die Laufwerke, die neuen Computer haben schon lange keine Laufwerke mehr. Es ist jetzt nur noch auf den Chips. Aber das sind dann halt 1 und 0 drauf oder Schalter ein und aus. Es, wie wir das benennen, wir reden immer von selben. Ob wir von einem Krug reden, der zum Brunnen geht oder Lügen mit kurzen Beinen, ich muss wissen, was ich damit bezeichne. Die oberflächlichste Ebene, die du dir aus den Worten, ist das, was du aus den Worten machst. Das ist aber so extrem fehlerhaft. Eine universelle Zahl enthält somit alle geschriebenen oder noch zu schreibenden Bücher, alle Filme, alle Bilder und alle Lieder des Universums. Das heißt, das Uni, das in eins gekehrt, es ist eine einzige Zahl, eine unendlich lange Zahl, die alle Lieder, alles Geschriebene, alle Worte, alle Bilder, alles, eine Datei, die alles enthält, was jemals war oder was noch auftauchen wird. Klingt unvorstellbar, aber jetzt kommt der große Trick. Diese unendliche Reihe kann man ganz einfach schreiben, indem du schreibst 1 durch 81. Erinnert dich das, wenn du die Ohrenbohrungen gelesen hast? Eins, zwei, drei, vier, fünf, das müssen wir nur in Klammern setzen. 10, 11, 12, 13, immer weiter, immer weiter. Das ist 0,0123 in dieser Schreibweise, ist 1 durch 81. Man kann das auch in zwei Hälften teilen, ein Neuntel mal ein Neuntel. Ein Spiegel, eine Spiegelung durch eine Spiegelung. Es sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Jetzt landest du wieder in der 1 in dieser Tetraederspiegelstruktur. Das wird dir in Holofeeling erzählt. Da weiß deine Welt nichts davor. Man weiß zwar, dass 1 durch 81, das sind Wissenselemente, dass das 0,01234567 in dieser komischen Schreibweise ist. Wenn man die übereinander reiht, die große Erkenntnis, dass in dieser Reihe in 1 durch 81 alle Bilder, alles überhaupt Digitalisierte befindet sich in 1 durch 81. Und da, wenn man jetzt reingeht in die Ohrenbohrungen, mal schauen, ob wir das schnell finden. Wir machen wieder unseren Trick, wir machen unsere große Datei auf. Dann gehen wir auf Suchen. Schaut, da steht ja schon hier ganz, du bist ich, geht es los.
Im Taschenrechner, wenn du das eingibst, hast du 0,01234567912345679123456791234567912345679, die 8 scheinen zu füllen. Ja, ja. Das ist eigentlich, das wird hier alles wunderschön erklärt. Das übrigens, die findest du auch, wenn man jetzt E² ist M² mit dem Impulsandal, da findest du das auch, den Trick. Diese Formel E² wird ständig in M² in eine andere Form, Quadratzahl 1 plus 1 minus 1 umgewandelt. Jedes M ist eine Gestaltwertung, im Quadrat hast plus 1 minus, also plus minus. Das steckt da mit drin, das sind alle Bilder, alles befindet sich in dieser geheimnisvollen Zahl. Das ist, wie gesagt, keine Spinnerei. Der Ring, der Kreis, wenn du runtergehst, ich gehe da in so vielen Fällen drauf ein. Das ist übrigens 81, das Wasser Bemim ist 81. Jetzt wird es natürlich schon genauer, wenn man das jetzt hier, das sind dann die etwas anderen Schriften in der Mutation. Ein Neuntel. Das ist jetzt hier, was du dann feststellen, wie das sich rechnerisch, wie sich das aufbaut. Da hast du diese Reihe. 0,01234567, das kannst du bis ins Unendliche weitermachen. Wenn man das mit der Hand noch untereinander addiert, kriegst du bloß Einsen. Das wird dir alles wunderschön beschrieben. Muss man natürlich neugierig drauf sein. Da hat man dich viel zu viel, du hast ganz andere Probleme, wie du an Geld kommst, wie du dich am Leben erhältst. Ein vollkommen sinnloses Unterfangen, existierendes Existenzen, existere aus dir heraustreten, das ist ein Gedanke, der in dir auftaucht, der ist nicht für die Ewigkeit geschaffen. Egal an was du denkst, ob du an dich selbst denkst, ob du an eine Erdkugel denkst, es ist alles Wissen, du wiederholst dich so lange, bis du es durchschaut hast. Da haben wir unseren Spiegel drin. Und jetzt müssen wir gleich, weil ich jetzt das gerade offen habe, da passiert jetzt was sehr Eigenartiges. Und da können wir jetzt ganz kurz wieder zurück. Jetzt hoffe ich, dass ich das gleich finde. Das können wir jetzt wegschmeißen. Und jetzt machen wir mal die Riemann-Welten. Jetzt hört da mal hin. Reihe ist eine unendliche Liste von Additionen. Es gibt hauptsächlich zwei Arten. Einige, wie zum Beispiel 1 plus 2 plus 3 plus 4 und so weiter, führen zu einem unendlichen Ergebnis. Man sagt, sie divergieren. Die divergieren, das heißt, die werden immer mehr. Sie divergieren. Andere, wie zum Beispiel 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 und so weiter, konvergieren. Was heißt es? Wenn du jetzt hochzählst, divergieren heißt, die laufen auseinander, die werden immer größer. Aber du wirst niemals unendlich erreichen. Die Kehrwerte, die konvergieren, das ist meine Sache mit dem Glas, mit dem Anschlag. Du wirst niemals auf Null kommen. Die werden immer kleiner, die laufen zusammen, aber du wirst niemals Null erreichen. Es wird immer noch ein kleines Fächchen dazwischen bleiben. Okay? Jetzt schauen wir uns mal hier das an, die Divergenz. Das kommt als divergieren und konvergieren. Div wissen wir, heißt ja auseinander und kon heißt zusammen. Da haben wir jetzt eigentlich schon die Energie, wenn wir so schreiben, aber das kommt eigentlich von Virgo. Dis Virgo und Convergo. Schau mal, der Punkt, wo sich ein Fluss in zwei nach verschiedenen Richtungen hingehende Arme teilt. Wir schauen uns die jetzt einmal an, indem ich einmal ein Foto aufmache. Da gehen wir jetzt einmal in die Spiegelung und dann schauen wir uns das an. So, und dann schauen wir uns das nochmal an. Der Spiegel ist genau genommen ein Punkt. Und das ist ja meine klassische Darstellung von dem Spiegeltunnel. Wir halten einen Spiegel vor einen Spiegel und dann hast du lauter Spiegelung mit den Lichtern, das haben wir ja so oft durchgespielt. Und jetzt hat unser Folger, denke ich mir jetzt einmal bewusst aus, hat hier sicher die Mühe, der macht so ganz tolle Zeichnungen, jetzt natürlich ausgedacht. Wir machen den Folger, der das macht für uns. Ich sage, all die, wo ich Schreibstifte nenne, die Redos und die Dianas und die Folgers der Welt, die glauben nicht an Gott, die arbeiten für mich. Das ist ein Spiegeltunnel, das ist ein Spiegel, wo ein Kreis drauf gezeichnet hat mit einem Loch und dann hat er durch dieses Loch hat er den Spiegel praktisch hier rein fotografiert. Und dann haben wir diesen Spiegeltunnel. Was jetzt sehr interessant ist, der konvergiert jetzt in einem gewissen Maß, weil umso mehr wir in die Tiefe gehen, läuft es im Unendlichen in einem Punkt zusammen. Aber wenn wir durch den Tunnel durchreisen, haben wir immer dasselbe Bild. Wir können bis ins Unendliche reisen, wir haben immer den Eindruck, der unendlich kleine Punkt ist immer vor uns. Kannst du es nachvollziehen? Ja. Okay, vollkommen klar.
Pass auf, jetzt als allererstes, wenn du eine VR-Brille aufhast, sieht es ein wenig komplexer aus, weil wir die Firma haben, aber in einer Z-Achse, wir wissen, unsere Z-Achse ist ein Spiegeltunnel, gibt es ja keinen hinterm Spiegel. Das heißt, das, was wir jetzt hier aufgrund der Verkleinerung uns weiter wegdenken, ist ja eigentlich nur, ich sage mal, hier wie bei den Sinusfunktionen, Sinus 1, Sinus 1 Drittel, Sinus oder Sinus 2, er wird immer Sinus halb 2, Sinus 1 Drittel 3, Sinus 1 Viertel 4, wird immer kleiner. Das sind praktisch die Winkelfunktionen, die immer kleiner machen, die sich dann raumzeitlich gedacht immer schneller bewegen. Im Mittelpunkt bewegen sie sich mit Lichtgeschwindigkeit. Aber pass auf, worauf ich jetzt hinaus will. Das, was du jetzt siehst, ist ein Konvergieren einer Zahlenreihe in dem Spiegeltunnel, das im Unendlichen unendlich klein wird, aber praktisch niemals dieses unendlich Kleine erreichen kann. Okay, jetzt pass auf. Dann muss es ja, wenn ich jetzt mir die Hinterseite denke, muss ja nach hinten genau anders weitergehen. Wenn ich mich jetzt rumdrehen würde, passiert natürlich wieder dasselbe. Aber jetzt gedachterweise muss das ja nach hinten der nächste Schritt immer größer werden. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Weil ich bin ja bloß einer zwischen zwei Spiegeln. Mhm. Den Punkt, den ich jetzt setze, das hier von vorgestellt auf mich zukommen, werden die Kreise immer größer. Dann, wenn die durch mich durchgehen, müssen die ja hinter mir dann immer noch größer wird, dann divergieren die in einem gewissen Maß, dass die irgendwann einmal unendlich groß sind. Mhm. Okay? Das ist jetzt genau diese Sache. Wenn wir hier jetzt den Spiegel machen, hast du hier den Spiegeltunnel mit den Ringen, die hier in die Richtung praktisch, du kannst das vorstellen. Ja. Den Tunnel machen, der hier immer kleiner wird im Unendlichen und in der anderen Richtung dementsprechend, wenn wir hier Achse machen, immer größer werden. Die Schwierigkeit ist, dass das eigentlich der Spiegel eigentlich ein Punkt ist. Wir kommen dann in unsere Kamera Obscura. Aber worum es mir jetzt geht, in Ich Bin, du gibst die Stelle, die zwei Bewegungsrichtungen des Geistes. Kannst du dich daran erinnern? Diese zwei Bewegungsrichtungen, die wissenschaftliche Richtung mit dem Puzzlestück, wo du dich immer mehr zerdenkst, in Sackgassen reinläufst, und die mystische Sichtweise, wo du immer mehr sagst, und wo kommt das her und wo kommt das her, und dann wird es immer größer. Beziehungsweise einmal gehst du in die Vereinzelung rein und das andere Mal gehst du ins unendlich Kleine und einmal gehst du ins unendlich Große. Ja. Und jetzt ist es Verrückte, dass wenn wir uns jetzt eine Linie denken, ich sage mal eine Linie, auf einer Linie ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Jeder Punkt ist der Mittelpunkt. Das wäre jetzt genau praktisch der Mittelpunkt ist, dieses zwischen den immer kleiner werdenden im Unendlichen und die andere Richtung immer größer werden, du stehst genau in der Mitte drin. Mhm. Und wenn wir jetzt die nächsthöhere Dimension nehmen, verbindet sich das unendlich Kleine mit den unendlich Großen. Weil wir ja definitiv, schau mal das kleine Bild und den Udo an. Wenn ich sage, hier wird es immer kleiner und hier wird es immer größer. Diese unendlichen Enden, dieses Plus und das Minus, ist auf der nächsthöheren Ebene, wird es ja eins, wenn wir einen Kreis machen. Ja. Dann müsste ja das unendlich Große und das unendlich Kleine irgendwann einmal aufeinandertreffen. Mhm. Ich sage, das ist zusammen, das ist der Mittelpunkt. Das ist der Punkt, wo du jetzt bist. Ja. Ja. Es ist ein ungewohntes Denken, aber das wird hier, es ist aufbauend auf den ganz normalen Wissen. Wirst du feststellen, wo wollte ich hin? Da wollte ich hier. Dass hier das so einfach erklärt wird, wenn man in der Mutation, das sind ganz, dass man es wirklich, wenn man nicht so kompliziert denkt, wird hier über die Sprache, über eine Riesenmischung von Physik, von Arithmetik, wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht von Dummmachen der Mathematik, sondern von Arithmetik, von einer wirklichen göttlichen Zahlenkunde. Mhm. Weil das Sackgassen sind, das sind alles Schwätze, das sind Hirnwichsereien, die sich in dir aufbauen. Diese Mathewelten. Das heißt, je weiter man die Rechnung treibt, desto mehr nähert man sich einem bestimmten Wert. Da wird übrigens alles, durch die Bank, alles ganz genau erklärt. Das ist nur, es sind Vorstellungen, die letztendlich wieder Osterhase sind. Du kannst so unendlich viele Vorstellungen in dir aufbauen. Ob du dir schwarze Löcher ausdenkst oder Atome oder Wassermoleküle ausdenkst, du musst den symbolischen Wert erkennen. Das schwarze Loch wird übrigens in der Physik im Nullpunkt Gottes beschrieben. Da haben wir schon Schinnen, Waff, Schwa-Ares. Eine nicht existierende Erde. Jetzt ist immer die Erde, wissen wir wiederum, heißt erwecktes Wissen. Hebraisiert. Aber erwecktes Wissen existiert nicht
außerhalb des Denkers. Das Innerhalb und das Außerhalb habe ich auch erklärt. Und das ist einfach nur unheimlich viel Wissen. Und ich sage, momentan geht es überhaupt nicht um die Vielwisserei, das mache ich jetzt mal wieder aus, sondern es geht, dass du die einfachen Sätze erkennst, das, was ich dir erkläre, mit jedem einzelnen Satz. Du bist ein träumender Geist, ist meine erste Metapher und der Computer ist die zweite Metapher. Und wenn du die vorhergehenden Selbstgespräche, die ahnest, du kannst mit jedem einzelnen, mit zwei, drei Sätzen erkläre ich dir auf den Punkt hundertprozentig sicher, was Sache ist. Wo war jetzt die ganze Zeit Corona, diese Epidemie? Die hat nicht existiert, die existiert nur, wenn du sie ausdenkst. Aber da sind dann auch so viele kleine Videos mit Verschwörungstheorien und dann wieder Ärzte, wo ich dir Sachen in dir auftauchen lassen kann, wenn du neugierig warst und jetzt musst du wissen, was stochastisches Denken ist. Dieses zielgerichtete Denken in Bezug auf ein Wollen, ich will und ich will nicht, beides führt dich in die Irre. Warum bist du nicht einfach einverstanden mit dem, was ist? Und das ist kein Problem, wenn dir bewusst ist, was jetzt da ist. Einfach nur eine Information, die von dir gedacht wird oder eine von dir sinnlich wahrgenommen gemachte Information. Eine sinnlich wahrgenommene Information ist genauso eine Information. Der Unterschied ist nur, dass du das dann auf der VR-Brille hast. Dieses Beispiel. Es ist genauso eine Information. Du darfst bloß nicht in die vier Stufen der Vergessenheit gehen. Und ich wiederhole nochmal schnell, wenn wir jetzt Corona streichen. Ich bleibe jetzt in deinem Denksystem, in deinem Programm mit der Logik. Es würde nie irgendwas von Corona erwähnt worden sein. Dann wäre die Welt so wie alles andere auch, da ist eigentlich nichts. Außer du fängst auch mit stochastischem Denken. Das Gemeine ist, dass du dir nämlich, wenn du meinst, es wird was bewiesen, wenn du das von einem Gedanken zu einer sinnlich gemachten Wahrnehmung machst, dann kannst du Wassermoleküle und das heliozentrische Weltbild sowieso nicht beweisen, weil das wird immer nur ein Gedanke von dir bleiben oder irgendeine Abbildung auf einem Monitor oder auf einem fetzen Papier, die wiederum diese sinnlich wahrgenommenen Dinge eigentlich nur Matrixstrukturen auf der VR-Brille sind. Mhm. Ein Arrangement von flackernden Lämpchen. Mhm. Sprich, Zäpfchen in den Augen, gespiegelt gedacht. Zapfen auf der Wasseroberfläche schwimmen, auf Hebräisch. Das sind Gedanken. Und dann ist es ganz, ganz einfach so, dass ich dann immer, der erste große Problem, Corona, wenn ich jetzt das einmal aufkläre nochmal, nachdem hier dieser Virus, Corona in deinem Kopf aufgetaucht ist, war es so, dass wenn Menschen gestorben sind, man hat den Fehler gemacht, dass man nicht ganz klar definiert hat, an was ist er gestorben? Es ist am Anfang wurde verboten, überhaupt zu untersuchen, wenn einer krank war, ob der einen Krebs gehabt hat. Sobald einer positiv getestet wurde, wurde der nicht genau untersucht, ist er jetzt eigentlich an Corona gestorben oder an Krebs. Das heißt, die ganzen Corona-Todesfälle, die jetzt in die auftauchen in Statistik mit und an Corona, wenn man das gemacht hätte, hätte man nämlich festgestellt, dass Corona so gut wie überhaupt keine Todesursache war. Es hat sich dann verlagert, wie gesagt, die berühmten Influenza-Todesfälle, die es alle Jahre gegeben hat, zu zigtausenden, die sind dann alle plötzlich an Corona. Das ist eine normale Influenza-Grippe. Der nächste Fehler, der noch viel krasser ist, dass jetzt in dem Massenwahn des Testens in keinster Weise unterschieden wird, wenn einer positiv getestet wird, hat er überhaupt Krankheitsanzeichen? Es wäre unheimlich wichtig zu testen, dass einer positiv getestet ist, ob er Krankheitsanzeichen hat und wenn überhaupt, welche Krankheitsanzeichen. Das wird komplett unterschlagen. Dann würdest du nämlich feststellen, dass eine große Masse, die positiv getestet werden, das gar nicht wüssten, dass sie Corona-positiv sind. Und wenn, haben sie einen Schnupfen, wo sie gar nicht registriert hätten, weil man zwei, dreimal im Jahr sowieso einen leichten Schnupfen hat, laut Statistik. Der kommt von alleine und der geht von alleine, bis du anfängst, Benzin ins Feuer zu schütten. Das machen die Massenmedien. Nicht nur eine Spaltung, was übrigens nicht in irgendeiner Form eine Boshaftigkeit ist oder in irgendeiner Form diese Massenmedien, die du dir jetzt aufgrund dieser Worte ausdenkst, dass die daran schuld wären, dass sie von dir jetzt so gedacht werden. Es ist das stochastische Denken. Sobald du anfängst, irgendetwas glauben zu wollen, wo du ein Virus gekriegt hast, dann gehst du ins Internet, das heißt in dich selber und holst, du bist ein träumender Geist aus dir Bilder. Und das ist das stochastische Denken. Du wirst, wenn du etwas glauben willst, immer mehr Beweise finden,
Das heißt, ich lasse die dann in dir auftauchen. Ich unterstütze dich dabei, dass du deinen Glauben richtig schön dich reintaugst in die Scheiße. Du wirst immer mehr Beweise finden, dass es stimmt. Und wenn du was nicht glauben willst, werde ich immer mehr Beweise in dir auftauchen lassen, wohlgemerkt für deine Logik, für deine extrem fehlerhafte Logik, die du zum Denken benutzt, dass es nicht so ist, wie die anderen das behaupten. So kommst du aus der Einseitigkeit nicht raus. Die Gerechtigkeit in meiner Welt besteht darin, dass ich dich zum Richter über alles und jeden mache und deine Richtersprüche vollstrecke ich an der Figur, wo du hundertprozentig sicher bist, der Gedanke bin ich. Dir Geist selber wird dabei nichts passieren, weil nichts kann nicht zerstört werden. Aber das ist das wahrlich, ich sage dir, ein Dach ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Dach. Glaub ja nicht, dass in der Zukunft irgendwas besser oder schlechter werden könnte. Weder noch. Alles, was passiert, passiert jetzt. Also wünsche dir bitte nicht, und das ist jetzt ein Tipp, dass irgendwann einmal die Corona-Scheiße, dass das durch ist und dass es wieder normal weitergeht. Wenn du wirklich clever bist, verlasse Sodom und Gomorra und lass diese Traumwelt komplett untergehen und dann gebe ich dir einen vollkommen neuen Traum. Das ist die Sache, dein jetziges Programm ist der Buchstabe H. Du gibst den zurück und dafür kriegst du, der ist dein Leben, dein Programm, das ganz alles, was du aus dir heraus generierst, basiert auf den Schwamminhalt, auf diesen symbolischen H. Mhm. Und dann kriegst du von mir für diesen Buchstaben ein Wort, nämlich das Wort Haus. Und dann wirst du feststellen, ich habe das H nicht verändert. Ich habe dir bloß was vollkommen Neues dazugegeben. Ein A und ein U und ein S. Und das wiederholen wir dann wieder von einer noch höheren Ebene, wo ich dann sage, ich will das Wort zurück. Und wenn du mir das anstandslos zurückgibst und das nicht versuchst, am Leben zu halten, kriegst du dafür einen Satz. Du bist das Haus Gottes, in dem wir wohnen. J-C-H-N-I-C-H. Das ist das Spiel. Und wenn du jetzt Geist bist, dann wirst du das anfangen zu erahnen. Und wenn du noch rechthaberisch bist oder vor irgendwas Angst hast, hast du halt ein Problem. Und wenn du jetzt nur ein Gedanke bist von mir, der ist schon wieder weg, wenn ich ihn nicht denke. Was jetzt hundertprozentig ein Gedanke von dir ist, ist der Udo. Dieser blaue UB. Oder die Ariane. Oder auch du selbst, wenn du an dich jetzt denkst. Das ist alles hundertprozentig sicher. Wenn du an was nicht denkst, existiert es nicht. Die Frage, die du dir stellen solltest, wieso wiederholt sich jetzt immer und immer wieder genau die Scheiße, von der du nichts wissen willst. Weil du sie nicht haben willst. Deshalb wiederholt sie sich. Die rote Liebe ist allumfassend. Die Sache mit dem Puzzlestückchen, dass jeder Gedanke wie ein Puzzlestück ist von einem Puzzle, ein ausgestreuter Schatten vom heiligen Ganzen. Du darfst keinen Gedanken in irgendeiner Form verändern wollen. Das ist das Schöne. Der Beobachter schaut nur seine eigenen Informationen an. Die selbstgedachten, sinnlich wahrgenommenen Informationen genauso wie die feinstofflichen, wo du weißt, das ist jetzt nur ein Gedanke von mir. Aber was unterscheidet eigentlich in Osterhasen von einem heliozentrischen Weltbild, von einem Jesus, von einem Einstein, von einem Sokrates? Es sind jetzt Worte und du machst aus den Worten Vorstellungen in Maßsetzung deiner Programmierung. Ich brauche nicht viel intellektuelles Wissen, um das zu verstehen. Da reicht vollkommen, ich sage immer, das Wissen, das rudimentäre Sprachverständnis eines 13-Jährigen aus. Wenn wir jetzt wieder auf deiner Trockennasenaffen-Ebene bleiben. Und dann sollte dir auch klar sein, dass egal an welchen Körper du jetzt denkst, sprich wo du in deinem jetzt ausgedachten Lebensbuch drin steckst, dass du diesen Körper nicht am Leben halten kannst, wenn dein Geist weiter wächst. Das heißt, wenn das Ding weiterläuft. Aber das läuft nie von der Vergangenheit in die Zukunft. Diese Datei ist alles gleichzeitig da. Das ist, wenn du einen ganz einfachen Satz verstehst, wenn ich immer wieder diese Computermetapher nehme, dass wenn du einen Film anschaust, muss dir doch klar sein, das ist unsere 1 durch 81. Alle Bilder, alles, was überhaupt gedacht werden kann, ist jetzt in dieser Datei. Und du hebst immer nur kleine Momente auf dem Bildschirm als eine Illusion heraus. Ändert aber an der Datei überhaupt nichts. Der Tumult beginnt, wenn was in dir auftaucht und du willst es nochmal zurück. Du willst es loshaben oder vernichten. Dann entgehst du Selbstentheiligung. Zum Beispiel, wenn du nur gesund sein willst, bezieht sich das zwangsläufig auf einen Trockennasen auf den Körper. Das ist wie wenn du sagst, ich will bloß Frieden. Der Krieg ist die Zerstörung. Du musst doch einen bestehenden Gedanken zerstören, dass er wieder neu auftauchen kann. Wieso wiederhole ich das immer wieder? Weil das jetzt zwar, wenn du aufmerksam zuhörst, dir logisch erscheint,
Aber nur solange du jetzt dich jetzt mit dem Video beschäftigst und dann ist das Video aus und dann geht es wieder dahin. Ich sage jetzt auch, wenn du jetzt das Ariane-Programm hast, musst bloß Klingelingeling machen, dann tauscht sich das aus, du denkst ans Telefon, bla bla bla, und dann ist Polizei dran und sagt, der Jan hat einen tödlichen Unfall gehabt. Dann schau mal, wie du das verstanden hast oder ob du es nicht verstanden hast. Nur warte und dann schaust du, wie die Maschine reagiert. Darum ist es mir so wichtig, dass wenn du jetzt, egal welche Rolle du spielst, ob du ein Arzt bist, ich sage immer wieder, du Geist machst dir jetzt erst einmal bewusst, mit welchen Sichtweisen du sympathisierst und welche du, wo dir die Haare zu Berge stehen, wo du total ablehnst. Du musst dir das nur bewusst machen und dann sei absolut selbstehrlich. Du kannst die anderen als Brösel und der Brösel belügen. Das viel schlimmere Problem ist, dass du dich meistens selbst belügst. Warum magst du das, was du magst? Gib dir eine komplett selbstehrliche Antwort. Dann wirst du feststellen, wie geldgeil du eigentlich noch bist im Großen und Ganzen, auch wenn es dir nicht bewusst ist. Wie tief noch der Glaube in dir drin ist, Geld erhält dich am Leben. Oder dass irgendein Arzt dich retten könnte. Es ist ein sinnloses Unterfangen, einen Lebensabschnitt, einen Körper, ob das ein Kind ist, ein 20- oder 30-Jähriger am Leben erhalten zu wollen. Die Menschheit jetzt. Unsere Umwelt retten, die Erdkugel retten. Ich sage, die Erdkugel, dieses heliozentrische Weltbild ist ein Zeitabschnitt von Wissen, genauso wie die Erdscheibe. Das sind dann übrigens wieder viele Fehler in Fehlern. Ich habe in den Ohrenbohrungen viele absichtliche Fehler eingebaut, ohne dass das unbedingt Fehler sind. Wir springen mal in gleich in Ich bin du rein mit dem Galilei. Wo ich sage, sag ich was, wenn du liest? Ich bin ein Buch. Da sind jetzt Schriftzeichen drauf und während du liest, beginnt einer in dir zu sprechen. Du denkst es doch. Als ein Galilei behauptete, die Welt ist eine Kugel. Wenn man immer in eine Richtung geht, dann kommt man von der anderen Seite her. Du erinnerst dich, ich bringe das Beispiel sehr oft. Das hat Galilei nie behauptet. Es geht ums Prinzip. Ja, mir ist das klar, fällt dir das auf? Da könntest du jetzt ja aber sein und sagen, naja, Galilei hat ja geglaubt, dass die Welt eine Kugel ist. Bei Galilei ist um was ganz was anderes gegangen. Bei Galilei, der hat behauptet, dass die Sonne im Zentrum steht. Und die Kirche hat gesagt, nein, die Erde ist der Mittelpunkt. Das hat Galilei behauptet. Mir ist das sehr wohl bewusst. Ich schaue, das ist wie bei meiner Rainer-Geschichte. Erinnerst du dich noch mit dem Goethe? Wo ich was behaupte mit Büchern, was Goethe alles geschrieben hat und ja. Rainer hat es dann nachgerechnet und überprüft. Ja. Ich habe gesagt, es ist unmöglich, dass der die ganzen Bücher geschrieben hat, die man dem Goethe zuspricht. Wir müssen bloß einmal schauen, das Goethe-Institut, wie viele Bücher ja. Goethe gelesen hat in seiner Privatbibliothek, wie viel er selber veröffentlicht hat. Und dann rechnest du einfach mal aus und dann habe ich eine Zahl genannt, dann müsste der ja hier vom 18. bis zum Sterben müsse er jeden Tag hier 300 Seiten geschrieben haben, irgend sowas habe ich behauptet, ich weiß es nicht mehr. Und dann hat er nachgerechnet und sagt, ja, das ist zwar knapp, aber prinzipiell könnte es schon möglich sein. Und er meinte, er hat mich ertappt, dass ich gelogen habe und ich habe gelächelt als Brüssel und habe gesagt, endlich einmal einer, der das überprüft und sich eigene Gedanken machen, wenn ich was behaupte. Das gilt auch für den Galilei. Mein Kontext ist ein anderer. Es ist nur ein Systemwechsel von der Scheibe zur Kugel. Bei Galilei ist es mit der Kirche bei dem Streit gegangen, dass die Kirche predigt, das Zentrum von allen ist die Erde. Und Galilei hat behauptet, die Sonne ist im Zentrum. Das ist auch ein Systemwechsel, aber nicht so krass wie von der Scheibe zur Kugel. Aber da könnte ich dir dann wieder in Physikbüchern Fehler zeigen. Ich mache mal ganz kurz einen durch, einmal ganz kurz einblenden. Mal einen ganz anderen, den habe ich zwar schon mal angesprochen. Pass auf. Bildschirm hast du? Ja. Pass auf, schauen wir uns den einmal an, weil das gerade so schön passt. Schau, das jetzt für Kids. Seit wann wissen wir, dass die Erde eine Kugel ist? Ja, seit man dir das erzählt hat, seit du das glaubst und jetzt wirst du feststellen, da geht es dann schon hier 1492 habe ich ja beweisen wollen, dass Asien, da geht es also hier um berühmten Christopher Columbus. Dann hat er sich aber verschätzt. Das ist all das, du musst wissen, egal was man dir in der Schule erzählt, zu allen Zeiten erzählt man dir was, du bist der Computer, du kriegst Daten und du magst aufgrund dieses von dir, vom Hörensagen gekannten Wissens, magst du mehr oder weniger Vorstellungen in dir. Das heißt, das, was du denkst, steht und fällt mit dem Intellekt, den du zum Denken benutzt und den konntest du dir nicht raussuchen. Weder den religiösen noch den naturwissenschaftlichen. Stimmt oder stimmt? Ja. Also da wirst du jetzt feststellen, dass das hier
in Europa vermuteten Menschen vor rund 2500 Jahren. Wer weiß das? Das hat man dir erzählt? Ja. Es ist nur geistlos Vorstellungen in dir aufbauen, ob wir von Wassermoleküle, von Atome reden oder ob wir von vergangenen Menschen denken, was die gedacht oder gewusst haben. Was Sokrates gesagt hat, jeder erzählt dir was, was man ihnen erzählt hat. Stille passt, aber wir schauen einmal, pass auf, ganz interessant, es war übrigens hier 1000, deutlich lang vor Christus, vor etwa 200 Jahre später, beobachtet der Mathematiker, dass die Sonne, jetzt pass auf, dass die Sonne an einem bestimmten Tag des Jahres im Wasser eines tiefen Brunnens sich in Südägypten spiegelte. Du musst dir vorstellen, du denkst jetzt an Brunnen, an tiefen Brunnen, und da schaut er in den Brunnen rein und dann sieht er, dass unten in dem Brunnen die Sonne direkt im Ganzen gespiegelt wird in dem Wasser, in dem Brunnen. Also muss die Sonne, schau das kleine Bild an, wenn wir uns an Röhre denken, muss die Sonne direkt drüber sein. Ja, ja. Aha. Okay? Daraus schloss er, dass die Sonne an diesem Tag genau im Zenit, genau senkrecht über dem Brunnen stand. Das ist übrigens im Original, wenn wir hier reingehen, ist das etwas, wir können mal Wikipedia schauen. Ist ja nur, schauen wir, machen jetzt nur Worte auf, andere Worte auf. Da wenn man jetzt dann das, was der alles entdeckt hat, was der alles geschrieben hat, hat man dir erzählt. Große Leistungen, Astronomie, Bestimmung des Erdumfangs, da haben wir das. Da ist natürlich die Sache, dass er noch von Stadien gesprochen hat. Die geschätzte Zeit, die Mathematiker, die Stadien, wie lang waren eigentlich die Stadien? Weil in den alten Schriften, die man jetzt heranzieht, steht ja Stadien drin. Und jetzt musst du wissen, eine Schrift, ein Buch, entsteht in dem Moment, wo das in dir auftaucht, auf der Farbbrille. Das heißt, es ist niemals irgendwas in der Vergangenheit passiert. Ja. Das, was in dir auftaucht, ist ein Gedanke, der jetzt aus dir kommt. Das muss in sitzen. Das musst du jeden Moment, du darfst es nie vergessen. Es muss dir bewusst sein. Du träumst jetzt. Was du träumst, kommt aus dir. Und in dem Moment, wo auf deiner Farbbrille ein sinnlich wahrgenommenes Buch auftaucht, entsteht es in dem Moment, wo diese Farbbrille, das Pixelarrangement, ich sag mal Farbbrille dieser Lämpchen bzw. Zäpfchen in deinem symbolischen Augen, rot, grün, blau, diese Form annehmen. Es entsteht die 200 Gramm rote Gnede. Jede Form der Gnede entsteht im Jetzt. Okay? Jetzt pass auf. Das ist jetzt, wenn wir die Gedankengänge mitgehen, ist das unheimlich logisch. Aber jetzt pass auf, darauf schloss er, dass die Sonne an diesem Tag senkrecht in Zenit stand. An genau dem gleichen Tag des Jahres wirft ein Obelisk in 800 Kilometer nördlich gelegenen Stadt Alexandria einen kurzen Schatten. Das ist das Spiel hier. Wenn wir hier im Zenit sind, haben wir hier einen Schatten. Und anhand dieses Schattens, an diesem Blickwinkel, kann man dann ausrechnen, das ist das Spiel, das erste Berechnung des Erdumfangs. Lernt jeder Professor auswendig, lehrt es in der Schule, ist alles unheimlich logisch, es ist bloß ein großes Problem. Wenn du dich jetzt da zurückdenkst und wir reden hier, pass auf, das Ganze hat sich ja abgespielt 276 bis 273 vor Christus. Wie will der, der am Brunnen steht, der jetzt sieht, jetzt genau muss die Sonne senkrecht über diesem Brunnen stehen, wie will der wissen, wie lang der Schatten in 800 Kilometer Entfernung ist, wenn es kein Handy gibt? Ja. Das ist der Fehler. Das ist zum Beispiel der Fehler in dieser Erklärung. Okay, ja. Ich muss im selben Moment wissen, jetzt habe ich genau die Sonne hier im Zenit. Ja. Ach, ich finde es jetzt nicht, ich bin hier runtergefahren, haben wir doch gerade gehabt hier. Ganz oben, oder? Da. Da, ja. Ciao. Jetzt habe ich die Sonne im Zenit und da muss ich 800 Kilometer entfernt. Ich muss genau im selben Moment wissen, was für ein Winkel der Schatten hat. Ja. Weißt du, da steht einfach nur, genau am gleichen Tag wirft der Obelisk in 800 Kilometer nördlich gelegenen Stadt einen kurzen Schatten. Aus der Länge des Schattens konnte es Eratosthenes errechnen, dass die Sonne dort am besagten Tag nicht im Zenit steht, sondern das Licht in einen Winkel von 7 Grad einfällt und dann hat er dann ungefähr den Erdmittelpunkt konstruiert, okay, den Erdmittelpunkt und dann durch den Winkel der 800 Kilometer konnte er dann den Erdumfang grob schätzen.
Das ist alles unheimlich logisch, das Problem, ja. Es kann nie so gewesen sein, weil in der Vergangenheit überhaupt nichts war. Ja. Das ist jetzt nicht nur mal Stimmgabe, das sind jede Seite die Widersprüche, dass du was voraussetzt, was vollkommen unmöglich ist, wenn der nämlich hier steht, einmal ausgedacht auf einer Erdkugel und sieht, jetzt habe ich die Sonne im Zenit stehen. Es gibt keine Möglichkeit zu prüfen, was für ein Schatten das Ding in 800 Kilometer Entfernung wirft. Weil das im selben Moment passiert. Er kann sich natürlich dann auf einen Esel setzen oder auf ein Ding und rüberreiten, aber dann hat der Schatten nichts mehr mit dem zu tun. Zeig mir die Weisen deiner Welt, Kleines, und ich werde dir zeigen, dass alle Weisen deiner Welt, die du dir ausdenkst, einfach nur Gedanken von dir sind. Vollpfosten, nennt der Udo das. Mhm. Schwätzer. Äffchen, die Nachäffen, alle. Dasselbe gilt jetzt, ob du jetzt Indien Corona-Befürworter oder einen Corona-Gegner hast. Auch du selbst bist keine Ausnahme, wenn du an dich denkst. Der Heilungsweg ist das Einzige, was du rezitieren sollst, ist das Solo-Feeling in dir selber. Oder was du feststellst, du kannst plötzlich mit den Figuren in deinem Traum nicht mehr kommunizieren. Mhm. Mein berühmtes, du bist ja bloß ein dummer Affe. Ob hinter den Masken, hinter den Figuren ein Hauch von Geistes zeigt sich immer durch Neugier. Wenn du jemanden mit was konfrontierst, wo er completely abstürzt, weil er entsetzt ist, und du versuchst es zu erklären und er ist neugierig auf die Erklärung. Die Menschen wollen nur Recht haben. In einem riesengroßen Wahn. Die Elite des Intellekts, alles, was ich dir jetzt einspiele, selbst wenn dir welche sympathisch sind, dieses schöne Video, das machen wir jetzt trotzdem nochmal, weil es gerade treffend ist. Pass auf, wir bleiben da mal mit Ton. Wir haben in der Zeit. Hau doch hin. 1,37. Einen kleinen Moment. Schwarze Löcher. 1,37 gerade gelesen, das Ende. Bitte? Schon gut. Gödel's Gottesbeweis. Das sind lauter so Sachen, Gödel's Gottesbeweis. Das wären alles Video für sich selber, die es wert waren, dass wir das anschauen. Na, das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ich nehme mal. Sind wir nur gut gewesen. Herr Dmitri Ivanovich Mendeleev, der berühmte russische... Das ist übrigens der Professor, gell? Ganz erhört, der macht das auch. Ist nur rezitiertes Wissen. Mhm. Mendeleev, die 137 ist die Feinstrukturkonstante. Das wäre jetzt auch ein Thema für sich selber. Das Interessante ist es ja... Der berühmte russische Chemiker, das Gesetz der Periodizität in Chemie entdeckt und die periodische Tabelle der Elemente vorgestellt. Schau. 86 zwischen den einen und den vielen Spiegelungen. Ja. Das ist die Entstehung des Mendeleischen Periodensystems. Okay. Die große Schwierigkeit dabei ist bei dem Mendeleischen Periodensystem, wie will der das entdeckt haben? Ich sage immer wieder, wie will der das entdeckt haben? Wie willst du das entdecken, dass da ein Wasserstoffatom ist mit einem Proton und einem Elektron drumherum? Ja. Das wird einfach, du plapperst das einfach raus, das ist alles unheimlich logisch. Du wirst merken, die ganze Astrologie, das löst sich alles in Luft auf. Es sind Hirngespinste, im wahrsten Sinne des Wortes nur Hirngespinste. Ja. Aber ich mache jetzt da ganz, ganz kurz, pass auf, da muss ich bei meinem Redo rein, was ich dir jetzt da eigentlich zeigen wollte. Den hier schauen wir uns an, da muss ich nicht so lang suchen. Schaut, das ist natürlich jetzt alles hier. Meine Damen und Herren, da schreibt der Redo noch hier, wo liebe Kolleginnen und Kollegen. Sofort wieder gelöscht. Ich heiße Thomas Arnes, bin promovierter Arzt, vom Fach her Chirurg in mehreren Fachgebieten, Orthopäde, Notarzt und habe in Vorbereitung auf einen längeren Einsatz in Vietnam. Er sagt hier was ganz Schönes, ich erspare mir das jetzt. Das ist also hier wieder eine Lebensgeschichte. Wir haben nur Worte, wir denken uns wieder an aus, ob du dir an Jesus ausdenkst, an Sokrates, an Einstein oder den Dr. Thomas Arnes. Ja. Aber was jetzt hier sehr interessant ist, ich bin Vater und Opa mit Leidenschaft und er wettert gegen diese Corona-Impfung und er sagt ganz klipp und klar,
Erinnert euch, wenn ihr Ärzte seid, er erklärt übrigens auch, wie das Covid-Komma ist, dass ihnen verboten wurde, überhaupt nachzuschauen, was denen gestorben sind, was eigentlich jeder Arzt machen sollte, wenn er neugierig ist. Und er spricht jetzt was aus. Wenn ihr wirklich Ärzte seid, ihr habt euch alle verkauft. Mhm. Das heißt, ihr könnt keine Ärzte sein, weil absolutes Grundwissen von einem Arzt ist, dass das gar nicht so sein kann, wie ihr den Leuten das mittlerweile erzählt. Es ist ein Mainstream-Trend ohne Ende und ganz nebenbei kann man noch sehr viel Geld verdienen. Das ist das, was ist. Die aktuellen Zahlen, da gibt es natürlich dann viele, viele, wenn du jetzt reingehst, aber immer wieder einseitig. Wichtig, ich betone nochmal bei Holofeeling, halt jetzt, wie komme ich jetzt wieder zurück? Da will ich hin. Einen Moment. So viel Umschalterei. Du musst dir jedes Mal bewusst machen, in welche Einseitigkeit du hängst. Es geht nicht darum, ob du das befürwortest oder das befürwortest. Das ist jetzt das ein Beispiel. Du musst schauen, wenn Menschen in dir auftauchen, dazu zählst auch du selber, wenn du an dich denkst, welche Position wird verdreht? Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links oder ist er in der Mitte oder behaupten die, das gibt es überhaupt nicht. Und dann wirst du plötzlich feststellen, dass Viren, was ich sage nochmal, auch wie die DNA, dass die zuerst einmal so unvorstellbar klein sind, dass du nicht einmal unter einem Elektronenrastermikroskop sehen kannst. Selbst wenn wir uns jetzt denken, die Technik würde fortschreiten und die können die Vergrößerung noch größer machen. Du musst wissen, ein Elektronenrastermikroskop ist einmal ganz anders wie ein Lichtmikroskop. Da gehst du ja unter die Wellenlänge von Licht. Und das ist ein Computerprogramm. Und dann siehst du, was ein Computer berechnet auf einem Monitor. Du siehst, das ist dann ein schwarzes Loch oder das ist ein Photon. Es sind Berechnungen aufbauend auf einer Logik, ob du die Logik jetzt menschliche Logik nennst oder reine abstrakte Logik eines Computers. Es ist kein Unterschied, ob ein Computerchip oder ein Gehirn das macht. Es ist im Prinzip nur zwei verschiedene Wörter für ein und dasselbe ausgedachte Phänomen. Auch die menschliche DNA, du weißt, wie oft ich das gebracht habe. Nobelpreisträger, wörtlich zitiert, die ist so unvorstellbar klein. Unvorstellbar klein und er stellt sie sich trotzdem vor. Dass der kleine Strang, den man auch nicht unter einem Elektronenrastermikroskop sieht, die Speicherkapazität von 200 Telefonbüchern a 1000 Seiten hat. Und dann beschreibt er dir genau, wie das aufgebaut ist, dieser Strang. Und woher weiß er das? Man hat sie ihm erzählt. Und wo weiß das sein Lehrer her? Das hat man ihm erzählt. Und wo weiß der das her? Und jetzt hast du die Sache mit dem Ei und der Henne. Dass du meinst, dass in der Zukunft irgendwas gewesen ist. Du setzt dann immer wieder einen Punkt, das war 89, Entschuldigung, Mendeleev. Wir können das natürlich dann immer wieder in der Einteilung, 1,9, wir haben diese Reihe 1,9, die eine Ebene in der Mitte, die 86. Das ist, dass man die Perspektiven verändert. Bei jedem Wort, wenn ich dir sage, ein Wort hat so viele Perspektiven, du kannst dort 1000 Seitenbuch davon machen. Ja. Rein arithmetisch aufgebaut, herausiterieren wie bei einem Mandelbrot-Fraktal. All diese Wissenselemente sind unheimlich wichtig, wo aber der normale Mensch, selbst wenn du ein Hochspezialist bist in der Arithmetik, in der Mathematik, in der Medizin, bist du trotzdem ein Fachidiot, weil du von deinem eigenen Fachgebiet nur Auszüge von Auszügen von Auszügen benutzt zum Denken. Das ist das, was ist. Und jetzt kommt Holofeeling. Es geht überhaupt nicht um Filfisserei. Es geht erst einmal, wer denkt sich das alles aus? Und die Antwort ist ganz einfach, ich. Aber jetzt kommt der Witz, dass ich mir in meinem Traum zum Beispiel Fachleute ausdenke, wo ich dann glaube, das ist nur ein Gedanke von dir. Meine berühmten Kisten, wo ich glaube, die wüssten viel. Und dann narrst du dich selber. Du entmündigst dich und du entgeistigst dich und ein voran und das muss gut sein, die Frage, wer ist schuld? Die Frage nach wer ist schuld, ist die Frage, wer hat es gemacht, wer ist dafür verantwortlich? Wer ist jetzt für diese Scheiße, für diese Exkremente, für dieses Ausgedachte verantwortlich? Ich. Wenn ich das jetzt nicht denken würde, wenn ich jetzt das nicht anschauen würde, wäre es ja nicht. Wenn das jetzt nicht meine Information wäre, würde ich es ja gar nicht wahrnehmen. Dass ich jetzt den Fehler mache, dass das, was in mir auftaucht, aus einem noch tieferen Innen, aus einem absoluten Nichts, Creatio ex nihilo, was ich Creatio herauswähle aus diesem absoluten Nichts, das unendlich viele Möglichkeiten beinhaltet. Das ist 1 durch 81. Und dann unbewusst, das einmal in mir als Information habe und dieses Inner Ha-All,
innerhalb dieses Nichts, das ich innerhalb von mir nenne, weil was ist eigentlich in dir drin, wenn du was denkst? Wenn ich immer sage, was ist in dir drin, wenn du an eine Erdkugel denkst? Was ist in dir drin, wenn du an einen Proton oder ein Atom denkst? Was für Bild machst du dir aus diesen Worten? Welche Bilder machst du dir aus diesen Worten? Mhm. Unterscheidet sich eigentlich ein Positron von einer Erdkugel oder einer Sonne? Es sind zuerst einmal Kugeln. Genau. KGL. Wie eine Welle. Ja, die Erde ist groß, die Sonne ist noch viel größer. Der Betelgeuse ist noch unendlich viel größere Sonne wie unsere Sonne. Hast du das schon mal gesehen oder äffst du bloß geistlos nach? Ja. Ist das nicht dasselbe wieder wie unser Osterhase, den du nur denken kannst, wenn du auf deinem Programm ein Wissen von deinem Osterhasen hast? Das ist das Prinzip, das ist das vollkommen neue Wissen. Ja. Und das Schöne ist, du musst es auch keinen erzählen, den du dir ausdenkst, weil es macht keinen Sinn, dass du versuchst, deinen Gedanken von dir was zu erklären. Du kannst ihn auch nicht am Leben halten. Mhm. Es gibt dann schon nur Möglichkeiten auf der höheren Ebene. Die kann ich dir aber jetzt nicht erklären, nicht weil ich es dir nicht erklären könnte. Jetzt sind wir wieder beim Thema der geistigen Reife. Mhm. Und dasselbe Spiel hast du jetzt schon innerhalb deines Lebens. Wenn ich sage, du kannst einem zweijährigen Kind nicht erklären, was körperliche Sexualität ist, was die Wünsche und der Gefühle einer 16-Jährigen sind. Mhm. Oder eines 16-Jährigen. Mhm. Der das empfindet, ist ja eh bloß ein Geist. Gleichgültig, ob du die Rolle eines Mannes oder einer Frau spielst. Mhm. Du kannst es nicht erklären. Du kannst nicht von unten nach oben sehen. Das Einzige, was du verstehen kannst in dem Leben, was du selbst bist und was deine Gedanken sind. Das ist das Hauptthema für Holofeeling, in ganz einfachen Sätzen dich neugierig zu machen. Das baut sich ganz langsam auf über diese Tausende und Abertausende von Zeiten und Selbstgesprächen. Mhm. Und dann wirst du feststellen, wenn du jetzt einmal das chronologisch unbewusste chronologische Denken weglässt, wenn du hier in die alten Selbstgespräche auf dem Hansen-Blog-Seite reinspringst, 2.8, 2.11, ganz einfache Sätze, wo dasselbe schon drin steht. Auch in vielen anderen heiligen Schriften. Lao Tse lesen, die Mystiker in deiner Welt, die ausgedachten Meister, wie ich immer wieder sage. Wenn du der Meister aller Meister geworden bist, weißt du, dass die eigentlich nur Spiegelungen sind von deinem tiefsten inneren Glauben, wo jetzt dir immer mehr bewusst wird, um was sich eigentlich alles dreht. Um mich selbst, wenn du ich bist. Das ist wie ich dich. Dieser absolute Mittelpunkt. Und der Rest sind nur Spiegelungen von Spiegelungen, die du wie ein Mandelfraktal immer wieder Selbstähnlichkeiten, die sich in dir auftauchen, bis ins Unendliche, solange du das Programm, die grundradigste Iteration, nicht veränderst. Das setzen wir bei Holofeeling an. Du musst den absoluten, tiefsten, innersten Glauben verändern. Was im ersten Schritt mit Holofeeling oberflächlich betrachtet nichts verändert. Ich sage, es ist jetzt vollkommen gleichgültig, ob du glaubst, du bist ein sterbliches Säugetier, das in der Vergangenheit geboren wurde, in der Zukunft sterben musste, sich auf einer Erdkugel befindet, oder ob du glaubst, du träumst jetzt. In dem Moment, wo du in deiner eigenen Selbstvorstellung von Mensch, wenn du an dich denkst, mit irgendwelchen anderen Menschen, die du dir ausdenkst, in einem Biergarten sitzt und ihr unterhaltet euch über Fußball oder über Autos oder egal über was, ist es vollkommen gleichgültig, was du im tiefsten Innern glaubst. Die Bilder sind dann dieselben. Und sage ich, oberflächlich betrachtet, ändert es nichts. Mhm. Mein Beispiel in der Computerebene, dass ich sage, wenn du dir ein YouTube-Video anschaust, da siehst du an dem Video auf dem Monitor nicht, ob du ein Windows, Linux oder Apple-Betriebssystem laufen hast. Mhm. Und du bist halt total verfangen in dieser absoluten Oberflächlichkeit des geistlosen Nachhelfens. Das heißt, die Probleme von dir ausgedachten Menschen waren einfach nur zu einer Lächerlichkeit, der Überlebenskampf. Wenn du weißt, wer du bist, dass das aus dir entspringt, du bist ein träumender Geist, hast du diese Probleme nicht mehr. Und das bist du, wenn du mich jetzt sprechen wirst. Und wenn jetzt angenommen, ihr seid jetzt zu dritt oder zu viert und ihr hört euch dieses Video an, hört mich trotzdem bloß einer. Mhm. Weil mich nicht irgendein Gedanke, nicht ein Mensch oder ein Gehirn oder Ohren hören. Aber je nachdem, wer du zu sein glaubst, wirst du die Worte anders auffassen. Mhm. Dann kann durchaus sein, dass du als Brüssel und der Brüssel wieder anfängst zu diskutieren. Und wenn du dann einer bist, der wo was nicht wahrhaben will und diskutiert, weil dir deine Logik das aufzwingt, bist du nicht der eine, der begriffen hat, wer er ist. Jetzt lassen wir es gut sein. Gut. Muss dir mal gesagt werden. Ja. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Mhm.
dass man das begreift. Ich sage nicht begreifen, Begriffe haben das viele, du musst es verstehen. Da steckt die Wort Ehe drin. Ehe ist ewig, etymologisch. Du musst deine eigene Ewigkeit verstanden haben. Und die hast du dann verstanden, wenn du ich bist. Ich behaupte, dass ich du bin. Bis gleich. Punkt. Auf den Punkt.